Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Mein iPhone 6 Plus ist mal wieder nackig. Ich habe ja gerade erst das Testvideo zum weißen Silikoncase fertig gemacht. Aber ich habe auch angeteasert, dass ich direkt noch etwas Neues geschossen habe. Und zwar das rote iPhone 6 Plus Ledercase. Und das war ein unglaubliches Schnäppchen, was ich da gemacht habe. 19 Euro bei einem Amazon-Händler, der hatte auch nur 2 bis 3 Stück. Da bin ich durch einen lustigen Zufall dran gekommen und ich war sehr verunsichert, ob das denn ein Original Apple iPhone Ledercase ist oder ob das hier halt ein Fake ist bei dem Preis. Deswegen bin ich bei mir in Düsseldorf zum Apple Store hingegangen, deswegen habe ich es da auch schon aufgemacht, also hier noch den Originalaufratscher, denn ich war sehr verunsichert, denn die Rückseite sieht anders aus als die Rückseite von der Verpackung vom Silikoncase. So, und deswegen habe ich da auch geguckt, aber alles Original, ein Apple-Nasenbär hat da auch nochmal drüber geguckt, konnte auch keine, ich sag mal, anderen Unterschiede erkennen. So, und ich denke mal, das Ding wurde einfach musste so günstig verkauft werden, weil die Vorderseite sehr ramponiert aussieht von der Verpackung. Hier sind überall Kratzer und alles Mögliche drauf. Ist wahrscheinlich vom Laster gefallen oder wie auch immer da so Kratzer reinkommen. Aber wir gucken jetzt einmal rein. Nein, keine Aufkleber. Und ansonsten gibt es hier auch nur ganz kurz wieder die Anleitung, wie man sein iPhone da reinkriegt. Die machen erst oben und dann unten. Ich mache lieber bei sowas eigentlich eher links, dann rechts. Und ich muss sagen, erster Eindruck, fühlt sich das glatt an. Uiuiuiuiuiui. Ich habe mir ja bei der Farbwahl damals diverse oder alle Apple Cases angeschaut. Und eigentlich hätte ich bei Rot eher zum Silikoncase gegriffen, weil das Rot da nochmal eine ganze Ecke mehr leuchtet. Jetzt habe ich aber für den Preis das Ledercase bekommen und dann dachte ich mir auch einfach, da schlägst du einfach zu. Und Rot war ja sowieso die andere Farbe, die ich testen wollte. Und was ich gerade beim roten Ledercase an Gerüchten gehört habe, ist, dass das ziemlich schnell verfärbt. Klar, es ist Leder, aber naja, ich bild mir jetzt mal mein eigenes Bild davon. Auf der Rückseite wieder das Apfel-Logo eingestanzt. Der Rahmen wieder für die Kamera und LED und Mikrofon, wieder mit so einer schwarzen Umrandung. Also ich meine, da hätten sie es auch in Rot lassen können. Ja. So, dann von vorne, wieder samtig ausgelegt mit Stoff, aber nicht komplett den Rand hoch und da kann man es richtig sehen, dass es auch Leder ist. Nicht hier an dem eingestanzten Lederzeichen, sondern hier sieht man an der Seite richtig schön die Maserung. Okay, okay, okay. Ansonsten steht hier auch noch iPhone und natürlich Product Red, wie das bei Apple mit den allen Rotprodukten ist. Der Rand fühlt sich etwas weicher an als beim Silikoncase, aber ich habe hier wieder null Hemmungen und keine Angst, dass da irgendwas verkratzt über die Zeit. Aber jetzt packen wir es mal rein und zack. Und was natürlich direkt auffällt ist, jetzt habe ich als Düsseldorfer ein Fortuna iPhone 6 Plus. Aber ihr seht es bei der Farbwahl beim Case immer schön drauf aufpassen, denn ihr seht die Umrandung auch bis nach vorne. Es ist also nicht nur der Rücken und die Seite, die man in dem Case versteckt, sondern auch ihr werdet vorne mit eurer Casefarbe überrascht und nicht, dass dann einer sagt, das lenkt mich jetzt ab oder so etwas. Dann sehen wir natürlich bei der Umrandung, es steht wieder über 1 Millimeter vielleicht, haben wir den Rand, das schützt mal wieder das Display. Klar, kann ich rübersliden. Auf der anderen Seite natürlich der Nachteil, mir geht hier das schöne Wischgefühl vom Rand verloren. Dafür habe ich halt ein bisschen mehr Schutz. Unten ist wieder alles offen, Kopfhörereingang, Mikrofon, Lightning-Port und die Lautsprecher liegen frei. Und dann links der Mute-Switch wieder zu erreichen. Und jetzt die große Frage, Knöpfe drücken. Uiuiui. Das geht aber gerade der obere. Huiuiui. Der untere geht ein bisschen leichter. Also Lautstärke regelt Knöpfe hier. Aber beim oberen, da braucht man richtig schön Kraft. Eieiei. So, jetzt der An- und Ausschalter. Mache ich auch mal mit dem Daumen. Boah. Also, der geht aber jetzt richtig schwergängig gerade. Also, ich hoffe mal, dass in den nächsten 2 Wochen gibt das noch ein bisschen nach. Aber das ist um einiges mehr Kraft, die man da beim Drücken aufwenden muss. So, und ansonsten haben wir eigentlich nichts. Jetzt könnte ich noch was übers Handgefühl sagen. Und da muss ich sagen, ja, fühlt sich halt wie Leder an, aber es ist sehr rutschig, sage ich jetzt mal. Klar, viele nehmen ja so ein Case, weil sie sagen, das iPhone 6 ist durch die Aluminiumrückseite doch so rutschig. Und naja, ihr seht es, und durch das hohe Eigengewicht beim 6 Plus rutscht das natürlich um einiges nochmal mehr oder schneller. So, und wenn ich das jetzt mal mit dem Rutschgefühl, sagen wir mal, im Case vergleiche, ja, ich habe ein bisschen mehr Grip, aber das ist
nicht viel, ich sag mal, mehr Grip, mehr Haftung, die man durch das Ledercase bekommt. Da ist das Polycarbonatcase um einiges haftender oder, naja, rutschbeständiger, also anti-rutsch sozusagen. Hat natürlich beim Ledercase sehr wahrscheinlich jetzt den Vorteil, es geht problemlos in die Hosentasche. Das mache ich jetzt auch mal ganz kurz. Also nicht, dass ihr denkt, ich mache jetzt Schweinereien hinter der Kamera. Nein. Oh, das geht wunderbar. Und vor allem habe ich jetzt wieder das, dass ich mir halt nicht die Innentasche von der Hosentasche mit nach außen ziehe oder sowas, sondern das ging eigentlich problemlos. Und ansonsten, habe ich ja noch gar nicht gemacht. Schnüffel ich mal am Leder? Ja, ganz dezent, aber nicht wirklich viel. Also Geruchbelästigung oder sowas hat man hier nicht. So, das soll es aber jetzt gewesen sein für das rote Ledercase. Erster Eindruck. Und ich werde es jetzt natürlich noch mindestens 2 Wochen intensiv testen. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!